Dein erster Umzug in die eigene Wohnung und du hast keine Ahnung, wie du deinen Kram absichern kannst. Was passiert, wenn ein Hochwasser kommt bei all diesen Naturkatastrophen? Genau darum geht's heute, um das Thema Hausratversicherung. Ich möchte dir gemeinsam mit meiner Kollegin Simone alle Fragen darum beantworten. Hallo Simone, schön, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Hallo Freya, ich freue mich auch. Liebe Simone, was ist denn eigentlich eine Hausratversicherung und welche Schäden sind genau versichert? Ja, die Hausratversicherung schützt deinen Hausrat. Stell dir vor, du stellst deine Wohnung oder dein Haus auf den Kopf. Alles, was rausfällt, ist dein Hausrat und wäre im Rahmen der Hausratversicherung dann auch versichert. Und zwar auch gegen verschiedene Gefahren, wie zum Beispiel Einbruch, Diebstahl, Sturm, Hagel oder eben auch Feuer, aber auch Vandalismus, zum Beispiel, wenn bei dir eingebrochen wurde. Darüber hinaus gibt es noch weitere Gefahren und Risiken, die du eben auch absichern kannst. Da lohnt es sich immer genauer hinzuschauen. Gib gerne mal ein paar Beispiele für die Dinge, die eben versichert sind. Das sind natürlich deine Möbel, das ist deine Kleidung, das sind Einrichtungsgegenstände, weitere wie zum Beispiel auch Einbaugeräte in der Küche, die sind dann eben mit abgesichert. Das sind aber auch Verbrauchsmaterialien, zum Beispiel in der Küche, die sind auch mit versichert. Ja, und auch Schmuck und Bargeld ist mit versichert. Hier muss man aber auch genau hinschauen, da gibt es immer Entschädigungsgrenzen. Da muss man individuell nochmal prüfen, ob das für einen passt, ja oder nein. Ich denke, wichtig ist, dass du flexibel reagieren kannst auf deinen persönlichen Bedarf. Was brauchst du für deinen Hausrat? Was ist da wichtig? Damit auch für dich eben das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ja, und der Versicherungsschutz für dich passt. Also eine ganze Menge Versicherungsschutz, die eine Hausratversicherung bietet. Ich frage mich nur, ist sie tatsächlich für jeden sinnvoll oder gibt es auch Beispiele, wo das nicht passend ist? Also nee, würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, das ist für jeden passend. Man häuft ja im Laufe der Zeit viele Dinge an, die das Zuhause erst zu deinem persönlichen Zuhause eben auch machen. Wenn du dir dann vorstellst, das wäre jetzt durch einen Brand oder durch Vandalismus wirklich zerstört und du müsstest die ganzen Sachen neu kaufen, da kommt eine ganze Stange Geld zusammen. Und ich glaube, das wird dann schwierig, dass man das eben wirklich alleine dann bezahlen kann. Und was ist, wenn zum Beispiel jetzt eine Naturkatastrophe über mich und meinen Hausstand hereinbricht? Wäre das mitversichert? Da kommt es ganz darauf an, wie umfangreich der Versicherungsschutz ist. Man nennt diese Naturgefahren, das ist eine Elementarversicherung, die du dann zusätzlich eben noch haben musst. Das ist in der Regel nicht im Standard mit dabei, sondern das musst du explizit noch mit abschließen. Dann bist du eben gegen die Naturkatastrophen wie Überschwemmung, Lawinen, Erdbeben und sowas eben mitversichert. Auch da immer noch genau das Angebot dann nochmal checken, auch was du von deiner Versicherung bekommen hast. In der heutigen Zeit wäre es wichtig, dass man speziell nochmal einen Fokus vielleicht auch auf den einzelnen Baustein der Elementarversicherung, wie du es jetzt genannt hast, legst. Die Frage, die ich mir stelle, zählt das nur für meinen Hausrat? Bin ich nur dann versichert oder auch, wenn ich unterwegs bin und gar nicht zu Hause? Nee, es gibt natürlich auch Dinge, die versichert sind, wenn du unterwegs bist. Auch wieder das beliebte Beispiel Fahrrad, das hast du ja nicht nur zu Hause stehen, sondern willst du damit unterwegs sein. Also wenn dir das eben geklaut wird, da bist du natürlich auch unterwegs eben abgesichert. Aber auch auf Reisen, wenn dir zum Beispiel dein Koffer abhanden kommt, auch das wäre eben versichert. Auch da aber immer nochmal der Blick genau in den jeweiligen Leistungskatalog des Versicherers. Ein kleiner Irrtum ist oft, dass man glaubt, ja, es ist auch versichert, zum Beispiel wenn du im Café sitzt und du hast dein Handy auf dem Tisch liegen lassen und es wird dir gestohlen. Das ist eben nicht versichert. Genauso wenig, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, in deiner Tasche liegt dein Portemonnaie und auch da wird dir das Portemonnaie aus der Tasche geklaut. Das ist nicht versichert. Also diese Beispiele sind eben was, wo man sagt, nee, das ist nicht mit drin. Okay, der Versicherungsschutz umfasst also eine ganze Menge, auch wenn ich unterwegs bin. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, und ich kann das wirklich schwer einschätzen, was ist denn mein Hausstand überhaupt wert? Wie wird sowas berechnet? Ja, der Wert ist immer gar nicht so einfach zu ermitteln. Die Leute schätzen den Wert meistens viel zu gering ein, der Dinge, die sie alle in ihrem Haushalt haben. Ja, die Gefahr ist eben gerade, wenn man zu wenig angegeben hat, dass man im Fall der Fälle, also im Schadenfall dann unterversichert ist. Das ist natürlich nicht schön, wenn das passiert, weil dann die Versicherer auch die Leistung eben kürzen würden. Wichtig ist dann eben, dass du in dem Fall den sogenannten Unterversicherungsverzicht eben vereinbarst. Ja, das hört sich jetzt ganz kompliziert, dann ist es aber gar nicht. Wir bei HDI zum Beispiel rechnen da eben nichts mehr an, wenn du nur deine Quadratmeterzahl bei uns angibst und wir ermitteln für dich automatisch dann die Versicherungssumme, dann bist du auf der sicheren Seite. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was passiert, wenn sich bei mir in der privaten Situation was ändert? Also wer ist überhaupt alles mitversichert in dem Haushalt, in dem ich wohne? Jetzt bin ich Single, dann werde ich vielleicht irgendwann kein Single mehr sein, dann kriege ich Kinder dazu. Wie sieht es damit aus?
Ja, also es ist eine personenungebundene Versicherung. Das heißt, es wird nicht, zielt nicht auf die Person ab, sondern wirklich auf deinen Haushalt, auf den Versicherungsort, sprich deine Adresse, da wo du wohnst. Das ist relevant. Und auch wenn du zusammenziehst mit einem Freund oder mal mit einer Familie gründest, ist immer dann der gesamte Hausrat dieser Familie dann eben versichert. Wenn es eben dazu kommt, dass zwei zusammenziehen und zwei Versicherungen vorhanden sind, dann ist es natürlich immer gut, wenn man dann eine kündigt. Es muss nur eine Versicherung für den Versicherungsort, für dein Zuhause eben dann bestehen. Bedeutet, ich muss erst dann handeln und meine Versicherung gegebenenfalls anpassen, wenn ich meinen Wohnort wechsle, zum Beispiel von meiner Single-Wohnung in ein Familienhaus ziehe. Ist ja klar, weil dann einfach unterschiedliche Teile da sind. Okay, spannend. Jetzt ziehe ich irgendwann von meiner Wohnung in mein eigenes Haus und habe dort ja schon eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen, zum Beispiel. Bestenfalls habe ich das. Was ist denn dann da der Unterschied zu meiner Hausratversicherung? Brauche ich die überhaupt noch? Auf jeden Fall brauchst du die. Denk nochmal dran, was vorhin war. Stell dein Haus auf den Kopf. Alles, was rausfällt, ist dein Hausrat. Also sprich über die Hausratversicherung abgesichert. Die Wohngebäudeversicherung sichert nur Schäden am Gebäude direkt ab und an fest verbundenen Teilen, zum Beispiel deiner Markise. Das heißt, das eine ersetzt auf keinen Fall das andere. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, wenn ich jetzt Mieter bin oder als Vermieter? Nein, da gibt es keine Unterschiede. Egal, ob du Mieter oder Vermieter bist, brauchst du eine Hausratversicherung. Allerdings brauchst du nur eine Wohngebäudeversicherung, wenn dir ein Wohngebäude gehört. Da gibt es keine Unterschiede. Manchmal denken Mieter, dass sie dann sich nicht versichern müssen, weil das über die Wohngebäudeversicherung schon abgesichert ist. Das ist aber wirklich nicht der Fall, sondern da ist wieder entscheidend, dein Hausrat, das, was dir gehört, was du in diese Wohnung einbringst, die du gemietet hast, das musst du über die Hausratversicherung absichern. Wieder das schöne Beispiel mit dem umgedrehten Haus. So ist es. Okay, jetzt frage ich mich am Ende des Tages natürlich, was kostet mich denn der ganze Spaß, so eine Hausratversicherung? Ja, ist natürlich auch wieder abhängig von deiner Wohnungsgröße, von deiner Hausgröße. Pauschal könnte man jetzt sagen, bei HDI geht das los ab 3,72 Euro im Monat. Aber wie gesagt, man muss genau gucken, was eben für dich passt, wie viel Quadratmeter du eben hast. Du kannst dir ganz einfach einen Überblick verschaffen. Schau einfach in unserem Online-Rechner auf hdi.de und rechne dir einfach mal den Preis für dein spezielles Risiko. Ja, cooler Hinweis. Den Rechner werden wir natürlich hier im Video unten verlinken. Schaut also gerne später mal rein. Du hast es gerade erwähnt, ihr beim HDI bietet besondere Produktlinien. Jetzt möchte ich dir die Chance geben, sag mir, was macht die Hausratversicherung des HDI so besonders? Ja, es geht alleine schon damit los, dass wir drei unterschiedliche Produktlinien haben. Die nennen sich Basis, Komfort und Premium. Auch daran kannst du schon so ein bisschen ablesen, dass es für verschiedene Bedarfssituationen bei dir eben auch verschiedene Versicherungstarife gibt. Und darüber hinaus kannst du dann ganz individuell Leistungserweiterungen, Leistungspakete dazu wählen. Beispiele wären hier eben Paket Glas. Das ist zum Beispiel für deine Mobiliarverglasung wichtig. Wenn du ein Ceranfeld hast, dann kannst du das mit abschließen. Es gibt noch ein Paket Handwerkerservice, das dich in Notsituationen unterstützt. Quasi wenn du mal vor verschlossener Tür stehst, kannst du den Notfall Schlüsseldienst nochmal dazu rufen. Und ja, in letzter Zeit immer wichtiger geworden, eben das Paket gegen Naturgefahren, sogenannte Elementarschäden, das du eben auch dann dazu buchen kannst, um dich dagegen eben abzusichern. Also alles in allem würde ich sagen, eine absolut mehr als sinnvolle Versicherung sollte bei jedem auf der Liste stehen. Wo ein jeder diese Versicherung abschließt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Informiert euch am Markt. Simone, dir sage ich ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Fragen und deine offenen Antworten, die du uns hier gegeben hast. Sollten für euch noch offene Fragen bestehen, dann verlinkt es uns unten in die Kommentare und ich versuche sie zu beantworten. Und ansonsten möchte ich euch einladen, euren Tarif nochmal durchzurechnen. Sofern ihr keine Hausratversicherung habt, denkt drüber nach, schaut mal, was es euch in eurer Lebenssituation kosten würde. Und ja, ansonsten sage ich, schaltet gern wieder ein, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.